Das Videotutorial ist so aufgebaut, dass ich euch die einzelnen Schritte zeige, wie sie auch in der Anleitung sind, in der gleichen Reihenfolge. Das heißt, wenn ihr einen Schritt nicht habt, dann einfach kurz dort ein bisschen weiterspulen bitte. Ich werde anfangen mit dem Absteppen von dem Rückenteil für die Ansicht A. Wenn ihr das nicht macht, könnt ihr da gerade schon ein Stückchen weiterspringen. Das heißt, ihr werdet jetzt als erstes, wenn ihr die Variante A macht mit dem abgesteppten, sämtliche anderen Schnittteile zur Seite legen und braucht einfach erstmal nur dieses Rückenteil für den Außenstoff. Um das Absteppen von dem Schnittteil für die Rückseite und Klappe vorzubereiten, braucht ihr entweder einen von diesen radierbaren Stiften. Das Coole an denen ist, die sind eben hitzeverschwindend. Das heißt, wenn ihr drüber bügelt, sind sie einfach weg. Ihr braucht nicht mal mit einer hohen Temperatur drüber bügeln. Oder alternativ den guten alten Standard-Textilmarker, der auch auswaschbar ist oder unter der Hitze verblasst. Weiterhin braucht ihr noch eine Ahle, um gleich, wie in der Anleitung schon gezeigt, die einzelnen Punkte durchzustechen, um dadurch dann die Markierung vorzunehmen. Bevor wir jetzt anfangen, irgendetwas auf dem Stoff einzuzeichnen, bereiten wir erstmal das Papierschnittmuster vor, indem wir die Spitzen des einzelnen Musters einmal durchstechen. Dann legt ihr euren Papierschnitt auf euren Stoff, möglichst mittig. Wenn ihr ein Muster habt, so wie ich das habe, schaut ihr einmal ganz genau, dass ihr das mittig auf eurem Muster platziert und markiert einmal sämtliche Spitzen durch die Löcher durch auf euren Stoff und geht anschließend einmal komplett am Rand entlang jeweils die Endpunkte von euren Linien markieren. Das macht ihr einmal komplett drumherum und anschließend fahrt ihr dann mit einem Lineal die einzelnen Linien nach, indem ihr die beiden Punkte miteinander verbindet. Wenn du alle Linien gezogen hast, überprüf noch einmal mit einem Lineal, dass die Mittelpunkte wirklich alle auf einer Linie liegen, damit das Muster am Ende auch schön aussieht. Und dann geht es jetzt schon ans Nähen. Das heißt, dass ihr jetzt jede einzelne Linie nachfahrt, indem ihr auf der einen Seite anfangt, an der Spitze jeweils eure Nadel versenkt und den Stoff dreht und dann zurücknäht auf der anderen Seite. Das macht ihr für jede einzelne von diesen Ecken, die ihr eingezeichnet habt. Am Anfang und am Ende wird natürlich jemals vernäht. Danach, wenn du alles abgesteppt hast, bügelst du einmal alles gut und schneidest es danach zu, indem du dein Papierschnittmusterteil auflegst und es auf die exakte Größe zuschneidest. Euer abgestepptes Schnittmusterteil ist jetzt fertig. Ihr könnt das jetzt erstmal zur Seite legen. Der nächste Schritt ist, dass ihr die Verschlusslasche näht. Das heißt, dass ihr aber auch schon einen Teil von eurem Verschluss anbringen müsst, im Fall, wenn es der Magnetverschluss ist, und könnt, wenn ihr eine andere Verschlussart gewählt habt. Ich selber nähe in der Version, die ich hier mit euch zusammen nähe, nicht die Verschlusslasche an.
aber ich zeige euch jetzt hier trotzdem, wie das geht, damit ihr dort keine Unsicherheiten habt. Ihr bereitet eure Schnittteile so wie auch die anderen vor, das heißt, ihr verstärkt die beide und schaut, wenn ihr ein Muster habt, dass ihr auch hier mittig das Muster wieder gut abpasst. Und hier auf dem Schnittteil für das Futter seht ihr also ein X, was die mittige Platzierung für den Verschluss anzeigt. Das habe ich jetzt einfach noch einmal mit diesem bügelverschwindenden Stift markiert. Das heißt, jetzt sieht es fies aus, aber wenn ich nachher einmal drüber gehe mit der Wärme, ist es komplett weg. Ganz wichtig ist, dass die Linie, an der ihr euch ausrichtet, parallel zu der oberen Kante ist, damit euer Verschluss nachher gerade sitzt. Ihr legt jetzt die beiden Schnittteile aufeinander. Dabei ist es wichtig, das Futterschnittteil ist minim kleiner als das von dem Außenstoff, dass ihr schaut, dass die Kanten wirklich gut aneinander ausgerichtet sind beim Nähen. Das nennt sich anstößig nähen, klingt ein bisschen anstößig, aber dabei geht es einfach darum, dass das Futter die Chance hat, den Außenstoff leicht auf die Rückseite zu ziehen, sodass man das Futter nicht von hinten sieht. Wenn vorhanden, empfehle ich dir beim Nähen von Taschen generell diese Stoffklammern zu nehmen. Die haben eine gute Stärke und nichts verrutscht. Und gleichzeitig kannst du sie super easy während des Nähs entfernen. Und du hast nicht das Problem, dass jetzt zum Beispiel mit dem Dekofil das auch ein bisschen dick ist vom Material und die Nadeln dir verbiegen. Nachdem du jetzt deine beiden Schnittteile schön aneinander gesteckt oder geklippt hast, nähst du einmal mit der Standard-Nahtzugabe von 0,7 cm einmal an der gerundeten Kante entlang, oben bleibt bitte offen, und schneidest danach auf 3 mm zurück die ganze Nahtzugabe, damit du anschließend das Ganze schön von innen nach außen kehren kannst. Wenn du so kleine Nahtausreißer hast, wie ich das hier hatte, ich habe immer ein bisschen Mühe mit der Kamera neben mir zu nähen, weil ich Linkshänder bin, dann wird es manchmal ein bisschen wackelig, dann kannst du einfach ganz locker hier ausbessern. Es ist einfach wichtig, dass du eine schöne Rundung hast, damit auch das Teil nachher diese Rundung hat. Genau. Und jetzt wird noch einmal zurückgeschnitten. Nach dem Wenden einmal bitte schön die Kanten schön glatt bügeln. Ganz wichtig, wenn du deinen Stift hast, der mit Hitze verschwindet, aufpassen, dass du da nicht drüber bügelst. Nach dem Bügeln nehmt ihr jetzt diese kleine Metallplatte. Ich habe das schon mal sortiert. Ich tue immer den, der sozusagen ein bisschen die Erhebung hat, den Magneten in die Verschlussklappe. Und da mitgeliefert sind diese kleinen Metallplättchen. Das heißt, die Markierung in der Mitte, und ihr nehmt jetzt einfach diese Platte als Hilfe, um zu markieren, wo genau eure Löcher dann gleich sein sollen, damit ihr auf dem Futter, in dem Futter, euren Verschluss anbringen könnt. Das ist jetzt, wie ihr das für den Magnetverschluss macht. Das heißt, hier kommen gleich diese kleinen Zähne von den Magneten durchgestoßen. Das heißt, ihr müsst jetzt diese kleinen Löcher in den Stoff schneiden. Schneidet nicht zu tief, sondern macht das eher ein bisschen eng und knapp, sodass euer Magnet schön fest sitzt. Jetzt nähen wir das Futter. Dazu beginnen wir mit dem Teilen von der Innentasche und alle anderen Teile könnt ihr erst einmal zur Seite legen. Um die Innentasche zu nähen, steckst du beide Teile einmal rechts auf rechts, das heißt die schöne Seite innen, aufeinander und nähst dann anschließend entlang der oberen und den beiden seitlichen Kanten. Die untere kann offen bleiben. Schneide die Ecken zurück, bevor du die Tasche wendest.
wende die Tasche, dass die äußere Seite jetzt außen ist, und bügel einmal alle Kanten sauber und arbeite die Ecken schön heraus. Wenn du ein Label aufnähen möchtest, achte darauf, dass du es genau mittig platzierst und in dem gewünschten Abstand zur oberen Kante. Platziere dann anschließend deine innere Tasche auf der Rückseite deines Futters, so dass beide Knipse unten mittig aufeinander passen. Du steckst das Ganze und nähst dann einmal entlang der Seiten die Tasche auf deiner Rückseite fest. Nähe anschließend einmal die untere offene Kante von deiner Innentasche zu, innerhalb von der Nahtzugabe, sodass man die Naht später, wenn du die Tasche fertig genäht hast, nicht diese Naht sehen kann. Jetzt ist es ganz wichtig, dass du die Markierungen alle übertragen hast. Hier vor allem die Punktmarkierung, die dein Nahtende und Nahtanfang markieren. Die habe ich hier jetzt in Form von diesen Punkten in die Ecken übertragen. Und jetzt nähst du die beiden Seitenteile an die Rückseite von deiner Tasche, indem du zwischen diesen beiden Punkten eine Naht setzt. Das heißt, die Nahtzugabe hier oben und hier unten bleibt unvernäht. Dann nehmt ihr euch das Bodenteil, auch hier wichtig, wieder die Markierung, und steckt es auf beiden Seiten an die untere Kante von eurem Seitenteil. Dann näht ihr wieder wie vorher zwischen den Markierungen und anschließend steckt ihr das Ganze noch an der Rückenseite fest, an der unteren Kante, und näht es auch hier wieder zwischen den Markierungen an. Hier kannst du jetzt sehen, warum es so schön ist, wenn man die Nahtzugabe unvernäht lässt. Die ganzen Ecken lassen sich frei in alle Richtungen bewegen, während man näht. Und gleichzeitig hast du aber wirklich hier diese ganz saubere Ecke genäht. Von innen sieht das dann so aus, wenn du es richtig gemacht hast. Auch hier eine wirklich schöne, saubere Ecke. Die Vorderseite bringt ihr jetzt auf die gleiche Art an eurer Tasche, an eurem Futter an, indem ihr erst die Seiten näht und dann die untere Kante an das Bodenpaneel annäht. So, eine Sache, die ich noch vergessen habe. Wenn ihr geplant habt, keine Verschlusslasche zu nähen, sondern einen Magnetverschluss direkt an der Klappe anzubringen, dann müsstet ihr das jetzt machen. Bitte tut das am Futterteil mittig, das heißt, ihr sucht hier die Mitte, ihr habt hier vorne den Knips, schaut, dass ihr aber auch genügend Abstand lasst, sodass ihr hier nachher noch gut lang nähen könnt. Jetzt ist euer Futter soweit fertig vorbereitet und ihr könnt es erst einmal zur Seite legen und wir nähen dann jetzt die äußere Tasche. Dann geht es jetzt schon daran, dass ihr die Außentasche zusammennäht. Hier, je nachdem, was ihr angestellt habt, ob ihr abgesteppt habt, ob ihr ein Verlaufsmuster habt, bitte achtet darauf, dass ihr die Schnittteile richtig liegen habt. Denn wenn ihr am Ende die Tasche zu Ende genäht habt und merkt, ein Teil ist irgendwie falsch rum, das wäre sehr, sehr ärgerlich. Das heißt, schaut, dass ihr die Muster gespiegelt verarbeitet, und solltet ihr abgesteppt haben, dass ihr die Knipse an den richtigen Stellen habt und das Verlaufsmuster von eurem Abgesteppten auf der richtigen Seite ist, dass ihr nicht am Ende die Klappe sozusagen mit den Seitenteilen vernäht. Das Nähen von der Außentasche ist im Prinzip das gleiche wie das Futter. Ihr habt wieder die Markierung, ihr näht wieder die Seitenteile als erstes an das Rückenteil innerhalb von den Markierungen, fügt anschließend den Boden hinzu und dann das Vorderteil. Ich zeige euch jetzt nicht die einzelnen Schritte noch einmal genau, denn ich denke, das ist ein bisschen langweilig, sondern ich werde das jetzt einfach einmal nähen und euch dann zeigen, wie es danach weitergeht. Wenn ihr dann alle eure äußeren Taschenteile zusammengenäht habt, einfach auch hier nochmal kontrollieren, bitte habt ihr an der Vorderseite die Nahtzugabe nach innen gebügelt und wieder hochgefaltet. Wenn ihr jetzt geplant habt, die Verschlusslasche an der Tasche auch anzunähen, dann bitte ich euch jetzt, die mit der rechten Seite auf die Klappe eures äußeren Taschen,
eurer äußeren Taschenschicht innerhalb der Nahtzugabe anzusteppen. Einfach noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr die Variante B mit der leicht gekrümmten Kante der Verschluss der Klappe gewählt habt, dann ist auch hier eine leichte Krümmung in die entgegengesetzte Richtung. Da müsst ihr einfach schauen, dass ihr das Ganze dann, während ihr es ansteppt, so macht, dass es wirklich Kante an Kante, als wenn es eine gerade Fläche wäre, liegt. Für den nächsten Schritt, um jetzt die beiden innere und die äußere Schicht miteinander zu verbinden, wendet ihr jetzt einmal das Futter auf die rechte Seite. Das heißt, dass die ganzen Fliese innen sind und ihr den Futterstoff von außen seht. Das Ganze schiebt ihr dann jetzt in die Tasche rein und schaut, dass die Kanten und die Ecken wirklich schön aufeinander und ineinander liegen. Wenn ihr das alles schön ineinander geschoben habt und sichergestellt habt, dass die Kanten alle sauber aufeinander liegen, steckt ihr oder klammert ihr das Ganze zusammen und näht dann. Ihr beginnt auf einer Seite, welche ist mir egal, das könnt ihr selber bestimmen. Ich beginne meistens auf der Seite, weil ich gerne so wenig Stoff wie möglich unter der Nähmaschine habe. Ihr beginnt ungefähr 5 cm neben der Seitenkante damit, in die Richtung einmal drum herum zu nähen und überall bitte, bitte schön die Nahtzugabe beibehalten. Und dann kommt ihr auf der anderen Seite von eurem Vorderteil wieder an und auch hier wieder ungefähr 5 cm reinnähen, versauber vernähen und dann könnt ihr anschließend weitermachen, indem ihr die Ecken zurückschneidet und hier auch noch einschneidet. Das zeige ich euch noch gleich einmal im Detail. Ich zeige euch jetzt gleich im Anschluss, wie ihr die Ecken zurückschneidet. Ich wollte euch einfach, bevor ich das tue, noch einmal zeigen. Hier könnt ihr euch auch wieder an diesem Punkt orientieren, weil hier ist es wirklich ein bisschen, wo gehört jetzt was hin, wenn das unter der Maschine ist. Der Stoff ist dann auch noch am Ziehen und Zerren und will nicht so, wie man möchte. Aber es ist wirklich, diese Naht endet genau da, wo diese Naht aufgehört hat. Und ihr könnt dann einfach einen geraden 90-Grad-Winkel rüber machen und sauber weiternähen. Das gleiche auf der anderen Seite. Also es ist wirklich kein Hexenwerk an für sich. Okay. Also ihr schneidet jetzt hier oben die beiden Ecken zurück. Das ist jetzt nichts Spezielles, das haben wir vorher schon gemacht. Das zeige ich euch jetzt einfach mal an einer Ecke. Die andere brauche ich noch für die englische Version. Verzeiht mir das. Schaut, dass ihr nicht zu dicht dran schneidet, weil euch sonst die Ecken ausfransen können. Und dann, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr durch alle Schichten hier wirklich direkt bis in die Ecke reinschneidet. Nicht ein bisschen Abstand oder hoch, ich möchte, sondern ihr müsst wirklich direkt bis vor die Ecke schneiden. Ganz einfach aus dem Grund, also es muss sich hier wirklich frei bewegen können, weil ihr sonst nachher hier das Ziehen habt im Futter und das sieht dann einfach nicht schön aus. Ja, und dann sind wir jetzt schon beim Wenden der Tasche. Ihr greift einfach durch die Öffnung. Ich finde es immer am einfachsten, wenn ich dann durch die Öffnung mich so ein bisschen durchfädel und hier oben das greife, durchziehe und dann gerade schon versuche, hier die Ecken schön auszuformen und dann den Rest nochmal sauber umfalte. Ihr seht jetzt hier ganz gut, welchen Unterschied das Bügeln macht. Das ist Wahnsinn. Ja, wenn man es vorher dreht, löst sich an manchen Stellen ein bisschen manchmal das Vlies und man denkt so, oh Mist, jetzt ist hässlich. Und das Bügeln ist eigentlich so das A und O beim Taschenmachen, dass es wirklich anschließend gut aussieht. Genau, was ihr jetzt machen könnt, es ist kein Muss. Ich finde es aber ist eine saubere Sache, weil ihr vorne nachher die Öffnung zusteppt, dass ihr einmal von einer Seite einmal drumherum schmalkantig absteppt und damit das vorbereitet, dass ihr dann quasi nachher einmal komplett drumherum eine Linie habt. Für das Befestigen der Verschlüsse müsst ihr auf jeden Fall auf eurer Tasche auf der Vorderseite einmal eine zentrierte, genau mittige Parallele zu den Seitenteilen Linie ziehen. Dafür habe ich wieder diesen hitzeverschwindenden Stift genommen. Das ist einmal der erste Schritt, den ihr vornehmen müsst, bevor ihr anfangt, mit eurem Verschluss zu arbeiten. Der erste Verschluss in der Anleitung ist der Magnetverschluss. Da habe ich euch das erste Teil
entweder schon in der Verschlusslasche anbringen lassen oder alternativ euch erklärt, wie ihr das hier in dem Futter von eurer Klappe anbringt, wenn ihr keine Verschlusslasche haben wollt. Das zweite Teil, das Gegenstück anzubringen, ist eigentlich wirklich kein Hexenwerk. Das ist, ihr faltet einmal die Seiten rein. Das ist wichtig, dass ihr die reinfaltet, weil das ist die spätere Tiefe, die dann eure Klappe hat sozusagen. Und dann schaut ihr, wo euer Gegenstück ist. Wenn ihr jetzt die Lasche angebracht habt, dann sieht das ungefähr so aus. Dann seht ihr, okay, da ungefähr muss ich das Gegenstück anbringen. Dann legt ihr dort das Metallplättchen auf und markiert mit dem Stift durch diese beiden Löcher entlang von der Mittellinie, je nachdem, wie viel Luft ihr für eure Klappe haben wollt, die Position. Dann öffnet ihr dort genauso, wie auch ihr es auch hier im Futter getan habt, den Stoff an der Stelle, schiebt die beiden Zähne durch, biegt sie auf der Innenseite nach innen. Vorher schiebt ihr noch die Platte wieder drüber und dann ist das eigentlich schon vollbracht. Einfach noch ganz wichtig zu sagen, hier wird nur durch den Außenstoff gearbeitet. Das Futter bleibt, egal welchen Verschluss ihr anbringt, frei. Der nächste Verschluss, den ich euch kurz zeigen möchte, ist der, den ich jetzt für mein Taschenmodell am Ende gewählt habe. Das ist der Steckverschluss. Da hat man dieses Teil, was in der Regel dann mit Schrauben an dem Deckel, an der Klappe mittig angeschraubt wird. Da schiebt ihr das einfach rüber, dann schnappt ihr euch die Ahle und durchstecht den Stoff an der Stelle, wenn ihr es genau mittig platziert habt. Ich zeige das jetzt einfach nur einmal im Theoretischen, im Praktischen mache ich es dann nachher noch einmal. So viel zu dem Teil, was an der Klappe fixiert wird. Bei dem Teil, was nachher unten an der Front von eurer Tasche angeschraubt wird, ist es das gleiche wie mit dem Magnet. Ihr schließt einmal die Tasche, habt die Seiten reingefaltet, so wie es dann später auch ist, wenn ihr mit den Schrauben und so dort schon fertig seid. Schaut erst, ihr das Ganze mittig habt. Dann schließt ihr das Ganze am besten einmal und platziert eure Zähne auf dem Stoff, sodass die Linie auf dem Vorderteil von eurer Tasche genau mittig ist. Dann nehmt ihr euren Stoff und markiert. Dann nehmt ihr eure Unterlegscheiben und markiert dann noch das zweite Loch. Es hat ja hier zwei Zähne. Das ist nicht bei jedem Steckverschluss gleich. Da müsst ihr ein bisschen gucken, wie eurer ist. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Ganz wichtig, achtet darauf, dass diese Unterlegscheiben und die Markierung, die ihr macht, wirklich exakt parallel zu dieser Linie sind. Das ist wichtig, weil sonst euer Verschluss verdreht ist und eure Tasche nachher mit der Klappe schief sitzt. Dann öffnet ihr den Stoff an euren Markierungen, auch hier wieder ganz wichtig, nur durch den Außenstoff und schiebt die einzelnen Zähne durch, biegt sie nach innen, nachdem ihr die Unterlegscheiben aufgeschoben habt und schon ist euer Verschluss fertig angebracht.
Der dritte Verschluss, den ich euch gerne noch zeigen möchte, ist der Drehverschluss. Der besteht aus einem Teil, was ein Loch hat, wo man dann das andere Teil durchschiebt und durch Drehen den Verschluss schließt. Wichtig ist hier, dass ihr wirklich eine gute Schere habt oder einen guten Nahtauftrenner, mit dem ihr den Stoff schneidet, nach Belieben. Denn ihr müsst hier durch alle Lagen dieses Teil anbringen. Es wird auch durch Schrauben am Stoff befestigt, aber ihr müsst auch eine Aussparung entsprechend der Größe in eurem Teil schneiden. Einfach nochmal zum Zeigen, hier habe ich jetzt noch eine andere Art von diesem Drehverschluss. Ihr seht, die Löcher sind sehr unterschiedlich groß. Wichtig ist einfach, dass ihr wirklich den Stoff exakt auf das Loch zuschneidet, nicht größer, nicht kleiner, sodass ihr das Teil fest sitzen habt, aber auch nicht, dass der Stoff hier in der Mitte zu sehen ist nachher. Zum Platzieren auf dem Stoff nehmt ihr euch wieder hier diese imaginäre zentrierte Mittellinie, die ihr auch gerne mit dem Stift, ihr wisst ja, der verschwindet sofort wieder, aufzeichnen könnt. Das ist ganz wichtig, dass ihr das in der Mitte macht, damit die Klappe gerade sitzt. Dann zeichnet ihr die Fläche, die ihr ausschneiden wollt, den Rändern entlang auf. Ich mache das jetzt nicht, da ich einen anderen Verschluss gewählt habe, und schneidet ganz genau aus. Anschließend schraubt ihr die beiden Teile auseinander und schraubt dann das Teil auf die Vorderseite und das von der Rückseite zusammen. Der Stoff ist dann dazwischen eingeklemmt und sollte festsitzen. Solltet ihr eine Verschlusslasche bei eurer Tasche installiert haben, ist das Prozedere genau das gleiche. Einfach nicht an der Klappe, sondern an der Verschlusslasche. Um jetzt das Unterteil von eurem Verschluss an der Tasche zu befestigen, macht ihr das gleiche wie für die anderen beiden Verschlüsse, die ich bereits vorgestellt habe. Ihr faltet erst einmal die beiden Seiten nach innen, schließt die Klappe, so wie ihr nachher sie haben möchtet, und markiert dann, das Teil haben wir jetzt ja am Stoff befestigt, nicht vergessen, ist fest, und markiert dann genau, indem ihr das durch das Loch durchschiebt, durch den Stoff, wo ihr die Zähne entlang eurer Mittellinie auf dem Vorderteil platziert. Dann schneidet ihr auch hier wieder das Loch. Achtet wieder darauf, dass ihr es wirklich parallel in einem rechten Winkel zueinander alles einzeichnet. Und dann schneidet ihr die Löcher mit dem Nahtauftrenner oder einer Schere rein. Achtet darauf, dass sie wirklich nicht zu groß sind. Schiebt die Zähne durch den Stoff, auch hier wieder darauf achten, nur durch den Hauptstoff, der außen zu sehen ist, nicht durch das Futter, und schiebt dann dieses kleine Plättchen drüber und biegt die nach innen zusammen. Ich wollte jetzt euch einfach noch mal kurz zeigen zum Thema Einlegeboden. Ich denke, das mit dem Vlies ist relativ klar. Ob ihr das jetzt ein- oder zweilagig benutzt, überlasse ich euch selber. Das ist ein bisschen eine Geschmackssache und je nachdem, wie fest ihr euren Boden haben wollt. Wenn ihr jetzt das, was unten in diesen Mehrweg-Einkaufstaschen drin ist, neben dem Boden, der ist auch eigentlich nicht groß zu diskutieren, was man nimmt. Das Einzige ist jetzt, wenn ihr kein von diesen beiden Materialien zur Verfügung habt und eine von diesen Sammelmappen nehmen wollt, wollte ich euch einfach nur noch mal kurz hier zeigen, welche Festigkeit diese Mappe haben sollte. Also es gibt diese Klarsichthüllen, die kennt ihr alle, dann gibt es diese Klemmhefter, diese mittlere Qualität, die doch relativ beweglich sind. Und dann gibt es diese wirklich relativ festen Sammelmappen oder Klemmhefter. Das sind die, von denen ich spreche, wenn ich meine, so eine könnt ihr nehmen. Im nächsten Schritt geht es jetzt darum, dass wir die Wendeöffnung schließen. Dazu faltet ihr einfach die vorgebügelte Nahtzugabe jeweils nach innen zwischen die beiden Schichten und steppt von der einen Seite zur anderen rüber einmal schmalkantig ab. Das war's dann auch schon. Dann sind wir jetzt schon bei dem letzten Schritt für das Video angekommen. Diejenigen, die eine Kette haben für ihre Tasche, die sind danach sowieso fertig. Wer einen Taschengurt näht, schaut sich bitte einfach einmal kurz die Anleitung an. Das sind kleine, feine Schritte, wo es nicht groß noch Tipps und Tricks bedürft. Deswegen habe ich beschlossen, es hierbei zu belassen.
Ich hoffe, damit sind alle okay. Und ich zeige euch jetzt einfach noch, wie man die D-Ringe einschraubt. Für diesen Schritt braucht ihr jetzt eure beiden Buchschrauben, dann braucht ihr die D-Ringe und eine Ahle. Ich persönlich bevorzuge hier tatsächlich die Gürtellochzange oder ein sonstiges Lochgerät, was auch immer ihr da gerne benutzt, da die Löcher damit sehr viel einfacher sind und es mit den Schrauben unkomplizierter ist. In deiner Tasche hast du auf dem Futter die beiden Markierungen, wo die Löcher sein sollen. Da werdet ihr jetzt einfach mit der Ahle durchstechen oder das Loch ausstanzen. Dann öffnet ihr jetzt eure Schrauben. Ich persönlich finde es immer schön, wenn das Endstück auf der Seite, wo die Rückseite ist von der Tasche, eingefädelt wird durch das Loch und das Vorderteil von der Schraube dann von der anderen Seite. Wichtig ist, dass ihr beides von der Seite des Futters durch die Löcher durchfädelt. Das ist ein bisschen manchmal eine Geduldsprobe, selbst wenn man es gut vorgestochen hat, weil nicht jeder Stoff gleich kooperativ ist. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass ihr euren D-Ring nimmt und den hier von der Seite her zwischen die beiden Schraubenteile von außen schiebt, das zusammenfaltet und die Schraube zusammenschraubt.